Was dir vorher keiner sagt, wenn du dein Online-Business startest. Das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, ich habe seit 2004 oder so, habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet, wo es ausschließlich um Online-Business ging. Und es gibt viele Sachen, die einem keiner, die du vorher nicht weißt. Teilweise gute Sachen, aber auch viele schlechte Sachen, die du halt nicht weißt. Und ich greife jetzt einfach mal ein paar raus, okay? Einfach mal so aus dem Kopf. Und wenn du noch irgendwas wissen willst, dann schreib es bitte unten drunter unter die Kommentare. Ja? Also, fangen wir mal an. Fangen wir mal bei ein paar positiven Sachen an. Was ich nicht hätte ahnen können, ist, wie krass sich dieses exponentielle Wachstum auswirkt, was man halt bei einem Online-Business und auch bei einem passiven Einkommen typisch ist. Ja, also wenn du es irgendwann mal im Griff hast und sagen wir mal, du machst jedes Jahr 50% mehr Umsatz oder so, ja, dann heißt das vielleicht, du hast im ersten Jahr 10.000 Euro. Dann denkst du, naja, ist ja nicht so viel, aber ist cool. Dann hast du im zweiten Jahr 15.000 Euro Umsatz. Dann denkst du, ja, ist immer noch super. Dann hast du auf einmal 22.000 Umsatz und dann auf einmal 30 und dann auf einmal 45 und dann auf einmal 60.000 Euro Umsatz. Und das halt nur in 5 Jahren so ungefähr. Und das ist das, was mir vorher keiner gesagt hat, was so absolut, was einen immer wieder wegpustet, dass man immer wieder seine Rekorde bricht. Das ist echt cool. Was einem auch keiner gesagt hat, ist, was halt richtig Spaß macht, ist, wie viel du eigentlich von der Steuer absetzen kannst, wenn du einen Steuerberater hast, der cool ist. Wenn du einen Steuerberater hast, der nicht cool ist, musst du den harten Weg gehen und den Steuerberater wechseln. Das habe ich auch gemacht. Ja, also ich hatte eine Steuerberaterin, die hat eben gesagt, ja, irgendwie ein Auto kann man nicht absetzen, das kann man nicht absetzen und das kann man nicht absetzen und hat immer nur Rechnungen geschrieben. Und mein neuer Steuerberater hat halt Rechnungen geschrieben, die sind erheblich niedriger. Also der hat einen viel faireren Satz. Der zockt die Leute nicht ab, sondern der hilft halt wirklich. Und der hilft, hat auch viel mehr Ahnung oder so erscheint es mir zumindest. Aber er sagt halt so, hey, komm, das Auto, klar, du fährst damit ja mehr als 30% oder so. Oder ich weiß nicht, irgendwo ist die Grenze oder so. Ich glaube, ich fahre fast 50% in meinem Auto nur beruflich. Also habe ich das Auto komplett ins Betriebsvermögen genommen. Ja, oder wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwo hinfährst zu einem Seminar oder in irgendein Hotel oder so, und das ist, oder du gehst essen mit einem Geschäftspartner, ja, wenn dann zum Beispiel dein Geschäftspartner auch ein Freund von dir ist und dir ist egal, ja, wenn du wirklich was Geschäftliches besprechen kannst, dann kannst du das Essen nicht komplett, aber zu einem gewissen Teil von der Steuer absetzen. Das heißt, wenn ich mit bestimmten Leuten essen gehe und wir reden über Business, dann bezahle ich das und dann bezahle ich das mit meiner Firmenkreditkarte. Also das ist was, was auch dir vorher keiner sagt, was halt extrem angenehm ist. Das gleiche ist das Thema Umsatzsteuer. Wenn du online durchstartest, zum Beispiel so wie ich oder mit mir als Coach vielleicht, mit Online-Kursen, dann kommst du ziemlich schnell in den Bereich, wo du umsatzsteuerpflichtig bist. Das ist so, ja, wenn du so 25.000 im Jahr oder sowas machst. Ne? Die genaue Grenze vergesse ich immer wieder. Ich meine, es waren 22.500 oder irgendwie so. Hier fliegt schon wieder meine Fliege. Und in dem Bereich wirst du umsatzsteuerpflichtig. Das klingt erstmal kompliziert, aber wenn der Steuerberater macht das für dich, also ich musste da gar nichts für machen. Der riesige Vorteil ist, also wenn du jetzt was, zum Beispiel, ich berate dich eine Stunde und das kostet 400 Euro, dann kann ich da noch Mehrwertsteuer draufhauen und du musst die halt bezahlen und die gehören mir aber gar nicht. Ich gebe die direkt ab ans Finanzamt. Das ist also egal, ne? Du musst halt nur wissen, wie viel verdienst du netto. Ja? Das ist jetzt kein Vorteil oder kein Nachteil, das ist nur eine Zeile mehr in der Rechnung. Aber der riesige Vorteil ist, wenn ich was kaufe, dann bezahle ich das auch nur netto. Und das ist das absolut Beste. Zum Beispiel, ich wollte unbedingt dieses 16 Zoller MacBook haben und das hat, ja, ich glaube, 2.400, glaube ich, hat das gekostet. Und da habe ich das einfach bestellt und es war am nächsten Tag da und ich zahle aber nur 2.000 eigentlich, weil ich ja diese 400 sind ja quasi Mehrwertsteuer. Kriege ich zurück vom Finanzamt. Das heißt, am Ende des Quartals überweist mir das Finanzamt diese 400 Euro auf mein Konto. Diese 400 Euro habe ich nicht bezahlt, die hat es nicht gegeben. Und deswegen kann ich halt alles, was ich kaufe, ist immer netto.
Und das ist wirklich absolut krass, das solltest du auf jeden Fall wissen. Und diese 2000, die dann noch übrig bleiben, kannst du komplett von der Steuer abziehen als Gewinn, als Verlust sozusagen, als Ausgabe. Das heißt, es reduziert deine Steuerlast auch nochmal wieder, also deinen zu versteuernden Gewinn auch mal wieder um 1000 Euro, 2000 Euro. Das ist natürlich, am Ende habe ich manchmal das Gefühl, ich kaufe alles und es kostet mich überhaupt nichts. Ne? So, das waren jetzt mal die positiven Sachen. Vielleicht hätte ich ja die negativen zuerst sagen sollen. Es gibt natürlich auch ein paar negative Sachen. Also zum Beispiel, manchmal wird es halt so dargestellt oder manchmal hat man so den Eindruck, da wird so ein Hype erzeugt von irgendwelchen Online-Sachen. Zum Beispiel, ja, du musst jetzt deinen Amazon-Shop aufbauen, FBA oder wie das da heißt. Und ja, das ist ganz einfach und mach mal schnell und so. Und dann eben dann zu erkennen, dass es halt doch Arbeit ist, ja, und dass es halt doch was dauert. Und das ist halt auch so, wie wenn ich jemanden coache, dann sage ich dann auch, was bist du bereit zu investieren? Also nicht nur Geld in mich halt, weil ich muss ja auch was haben. Ne? Also natürlich werde ich für meine Expertise bezahlt, sondern die Leute müssen auch ein bisschen investieren, Zeit investieren. Selbst wenn das nur, sage ich jetzt mal, nur 5 Stunden die Woche sind. Mit einem guten Zeitmanagement kannst du da extrem weit mitkommen, aber du musst es halt machen und es dauert halt ein bisschen. Und es kann halt manchmal auch frustrierend sein. Ja, wenn dann zum Beispiel den Online-Kurs über die eigene Webseite, dann ist irgendwas offline oder ich hatte mal das Problem, meine Webseite, ich habe da einen sehr, sehr guten Page-Editor drauf installiert, also einen Landing-Page-Editor und der ist total genial, aber der hat die Webseite, Performance von meiner Webseite so dermaßen runtergedrosselt, dass ich, also die hat 20 Sekunden oder 10, also wenn die 10 Sekunden Ladezeit hatte, war das gut. Das sehe ich auch sehr oft, wenn ich auf Facebook Werbeanzeigen klicke, dass ja, andere Leute aus der Branche langsame Webseiten haben. Das ist Conversion Killer. Ja? Und das hat mich so genervt. Da habe ich wochenlang gesucht nach einem besseren Anbieter mit schnellen, also ne, mit schnellen Datenbanken und schnellerer Anbindung und so. Und jetzt ist die Ladezeit nur noch 2 Sekunden oder so. Aber das ist was, wo ich sage, dass du das vorher oft nicht weißt, dass du, oder das, was dir vorher keiner sagt, wie sehr solche Kleinigkeiten nerven können. Ja? Was dir auch noch keiner sagt, jetzt an negativen Sachen, dass man halt öfters mal, also bei Udemy hast du es nicht so, weil da hast du ja eigentlich keine Kosten. So, also du, aber zum Beispiel für, ich rede jetzt mal von der eigenen Webseite, dass man halt auch manchmal Fehlinvestitionen macht. Das aber leider mit drin ist. Also zum Beispiel, ich habe eine Webinar-Software und die, keine Ahnung, kostet 300 Euro im Jahr. So. Und du denkst, naja, oder nee, ist ja mittlerweile alles viel teurer. 600 Euro im Jahr, sagen wir mal. Und dann bist du nicht zufrieden, weil hier und da irgendein Kunde sich mal beschwert, das Webinar wäre abgebrochen. Und dann denke ich mir so, ja, Mist, ah, das nervt mich, ich probiere mal eine andere Webinar-Software aus. Die kostet auch ein bisschen weniger, die kostet vielleicht nur 400 Euro im Jahr. So, zack, habe ich gebucht. Und dann hast du vielleicht 14 Tage Probe. Diese 14 Tage reichen aber niemals, um alles auszuprobieren. Niemals. Und dann sagst du, okay, dann zahle ich halt ein Jahr, 400 Euro, und dann sind die weg und dann merkst du irgendwann, deine alte Software war doch besser. Ja, also das sind halt diese Fehlinvestitionen. Oder zum Beispiel, ich will jetzt so eine Software, die Mausklicks auf meiner Webseite analysiert, dass ich sehe, wo die Leute hoch und runter scrollen. Und die habe ich jetzt extra installiert und dann hat ein Freund von mir gesagt, es kostet 30 Euro im Monat. Und ich so, ja, naja, 30 Euro im Monat, egal, das ist mir wichtig. Also, ne, weil du musst dir vorstellen, von diesen 30 Euro im Monat Dingern habe ich Dutzend oder so, ja, von diesen drei. Und jedes mehr ist ja auch wieder 30 Euro im Monat. Muss man ja dann sagen, habe ich gedacht, ach, egal, komm, bestelle ich jetzt, fertig, habe das Ding installiert und das war nach 2 Tagen, hat das wieder aufgehört. Weil in diesem Paket sind nur 500 Klicks oder sowas. Und ich habe gerade Facebook-Werbung auf meine Webseite laufen. Und da hatte ich halt diese 500 Klicks oder ne, so schnell erreicht, dass das Ding gar nicht reicht. Und dieses höhere Paket mit, glaube ich, 50.000 Klicks oder so kostet 100 Euro im Monat. Ne? Denkst du so, ah. Ne, und das sind halt so Sachen, und das kann sein, dass ich das jetzt kaufe für 100 Euro im Monat und dann nach 2, 3 Monaten feststelle, ja, ich gucke gar nicht mehr rein. Also solche Fehlinvestitionen oder notwendigen Investitionen zum Ausprobieren gehört halt auch dazu. Ja, das ist eigentlich ganz kurios.
Oder dass du mal irgendjemanden, einen Coach engagierst, der dann doch nicht so gut ist oder so. Dann hast du wieder 2.000 € weg und denkst, ah, hat mich meine Menschenkenntnis wieder mal getäuscht. Hat mir vorher auch keiner gesagt, aber es ist so. Es gehört halt einfach dazu. So. Fällt mir noch irgendwas ein zum Abschluss? Am besten ist, wenn ihr noch was sagt, schreibt immer was unter die Kommentare drüber, in welche Richtung ihr noch was haben wollt, dann schreibe ich es direkt unten drunter. Und ja, ansonsten macht's gut. Ich gehe jetzt in die Sauna, bin verabredet mit einem Kumpel, wir gehen ein bisschen feiern und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich drücke jetzt meinen roten Knopf.